Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich werde das Spiel heute durchzocken, ey. Ich sag's euch, wir sind immer noch in der Siegestraße, man erzählt von einem Wunderkind. Ja, das bin ich. Ha. Ach ja. Nein. ja. Er hat 5 Pokémon. Warum? Warum Spiel? Warum tust du mir das an? Oh, warum tust du mir das an, Spiel? Ah, doch Paralyse, ey. Ich krieg halt zu viel. Und jetzt setzt er auch noch einen über. Ey, du machst mich fertig. Es ist nicht wahr. Alter. Der Bart fängt gut an. Das gibt's nicht! Ich setz jetzt nicht. Er setzt wieder Stachelspore ein, ich sag's dir. ja, was soll ich sagen? Oh, fängt gut an, der Bart. Mit Paralyse. Ah ja, und jetzt auch noch Verwirrung. Das ist nicht dein. Ich setz gleich Top-Genesung ein, ich sag's dir. Ich setz Top-Genesung ein. Heilt doch auch Verwirrung, oder nicht? Alle Statuseffekte. Und Verwirrung ist ein Statuseffekt. Boah, das ist mir viel zu doof, ey. Sorry, aber... ganz ehrlich. Alter! Ey, das kann nicht wahr sein. Oh! Sorry, Leute. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie oft hier irgendwas verwirrt oder paralysiert oder verbrennt oder einschläfert oder vergiftet oder was auch immer. Das ist einfach, das kommt viel zu häufig vor. WTF. Ich meine, dass Attacken eine Chance darauf haben, zu vergiften oder so, ist ja okay. Sag ich ja nichts gegen, ne? Aber das kommt ja fast bei jedem Mal vor, habe ich das Gefühl. Was zur Hölle? Es kommt ja viel zu häufig vor. Das ist doch unfair. Also nicht nur für mich unfair, ist ja auch für die KI unfair oder so. Oder für andere Spieler. Holy moly. Alter Vater. Das kann nicht wahr sein. Austos. Dragonier. Ich wollte ja eigentlich nur mit Dings durchgehen, aber gegen Austausch und so kann ich nicht mit Turtok antreten. Da habe ich keine Attacke gegen. Und gegen Elektroball und so. Merke ich gerade. Gegen Elektroball habe ich ja... Gegen Elektroball. Mann. Ich höre auf zu reden, Leute. Stummer Part heute. Ich höre auf zu reden. Das gibt's ja nicht, ey. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich kann heute nicht mehr reden. Oh, noch 2 Pokémon. Das ist ein Krampf. Das ist ein Krampf, wenn ein Trainer, ein normaler Trainer, den man einfach so begegnet, so viele Pokémon hat. Das ist einfach ein Krampf. Ich hab das im letzten Part schon erwähnt. Ich find's doof. Ich find's komplett doof, wenn die so viele Pokémon haben. Ich meine, hier geht's ja noch, ne? Die gehen ja noch, die Ass-Trainer und so. Weil das sind so Pokémon, die sind halt stark und die geben dir gute Erfahrungspunkte und so. Aber es gibt ja manchmal, gerade am Anfang oder so Trainer, die haben halt einfach 5 Radfratz oder so. Und da hat man einfach irgendwann keinen Bock mehr gegen zu kämpfen. Nee. So, das ist halt einfach nur langweilig. Du bist ein Wunderkind. Ja, bin ich. Topbeleber. Für einen Topbeleber habe ich das gerade getan. Für einen Topbeleber. Dein Ernst? Ich habe Angst, gegen diesen Ass-Trainer zu kämpfen. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Gegnern. Wenn du jetzt 5 Pokémon hast, ne? Bitte nicht. Oh. In solchen Momenten würde ich halt gerne die Vorspultaste benutzen. Aber wirklich gerne. Sehr, sehr gerne würde ich hier die Vorspultaste benutzen. Weil das ist halt einfach nur anstrengend und nervig. Oh Gott, es tut mir leid, Leute, dass ich mich so darüber auf... Warum?
Es tut mir leid, dass ich mich so darüber aufrege, Leute, aber das ist halt einfach, es ist halt einfach anstrengend. Anstrengend und nervig. Ah. Oh, jetzt hat sie auch noch so eine langweiligen Pokémon. Ein Pummel auf Level 42, oh. Ein Pipi Level 42, oh. Warum hast du nicht einen Knuddeluff? Oder einen Pixie? So, Billy Cut. Okay. Und dann setzt sie der Zahltag ein. Gleich. Ich sag's dir. Kreideschrei. Wow. Ich bin begeistert. Nein, ich wollte nicht nochmal Eisenschweif. Oh, jetzt geht auch noch Eisenschweif daneben. Ich wollte es nicht einsetzen gerade. Weil ich mir so dachte, nö. Macht Eisstrahl bestimmt auch genug Damage. Ihr setzt es ein und Eisenschweif geht dann so. Eisenschweif geht dann sogar daneben, ey. Mann. Okay. Ein Yugong. Okay, gegen Yugong setze ich lieber Dragonier ein. Weil gegen Yugong habe ich mit Totor keine Schnitte gegen. Ich hätte nur Biss und Biss macht da nicht so viel Damage. Die habe ich jedenfalls Don. Ich hätte Donner. Aber es muss ja daneben gehen. Zweimal! Was? Alter, heute ist so ein Pechtag bei mir, ne? Das gibt's ja nicht. Alter, Vater. Das kannst du doch niemandem erzählen. Heute ist echt Pech. Heute hab ich einen Pechtag. Eiseskälte. Okay. Eiseskälte ist One, ist K.O.-Attacke, ne? Kacke. Lull. Ich nehme heute schon echt den welchen Part? Part 33 ist es, glaube ich. Seit Part 33 nehme ich an einem Stück auf. Das ist an einem Stück zwischendurch ein bisschen Pause gehabt. Aber ne, seit Part 33 nehme ich am selben Tag auf. Und Alter, was heute alles passiert ist, wie viel Pech ich heute hatte, was die ganzen Attacken angeht. Paralyse. Verwirrung. Dann Attacken daneben gehen. Das ist heute. Heute ist eigentlich kein guter Pokémon-Tag. Ich weiß nicht, warum ich mich heute gerade dazu entschieden habe, das Spiel durchzusuchen. Ich weiß es nicht. Aber Alter, heute ist kein guter Tag dafür. Merke ich gerade. Chanera. Da ist wieder Totok dran, komm. Ach Gottchen. Jetzt kommt die letzte. Ist die letzte Pokémon. Oh. Glück. Ich hoffe, ich muss nicht mehr so viele. Alter. Das geht pixelhaft runter. Okay. Wir haben es trotzdem gewone-shottet. Das wundert mich. Aber gut, akzeptiere ich. Cool, du bist wirklich stark. Danke. So. Was haben wir hier hinten? Geht es hier weit? Oh, bitte. Nein. Es tut mir leid. Aber ich habe das Gefühl, die haben 5 Pokémon. Und darauf habe ich gerade keine Lust. Nee. Die beiden Trainer ignoriere ich. Ich meine, ich könnte das extra Training jetzt natürlich gebrauchen und mitnehmen. Aber lassen wir mal. Megablock. Wow. So, super, was Megablock möge den Status verändern, beim Team wird in 5 Runden verändert. Wow. Komm, den ignorieren wir auch. Ich meine, ob ich jetzt Turtok 6 oder 5 Sonderbonbons gebe, macht keinen Unterschied. Ja. Sorry. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber ich hab grad keinen Nerv für 5 Pokémon wieder, ey. Das ist halt einfach, es sind halt auch einfach diese langweiligen Kämpfe, so. Die dir halt theoretisch nichts bringen. Theoretisch bringen sie dir wirklich nichts. Deswegen lass ich's auch. Oh, was? Ich kann stolz auf dich sein, weil du dich so wacker auf der Siegestraße geschlagen hast. Als Anerkennung deiner Leistung möchte ich deiner Pokémon-Risikodecke. Nein.
Nein. Einfach nein. Wir sind durch, Leute. Wir sind durch. Was wollte ich sagen? Ja, es sind halt leider auch diese langweiligen Pokémon-Kämpfe, die dir halt erstens nichts bringen, theoretisch. Sie bringen deinen Pokémon ein bisschen Erfahrungspunkte und so, ja klar. Aber im Prinzip bringen sie dir nichts. So. Wenn du mal ehrlich bist. Und da dann ein Kampf, der sich zieht, dadurch, dass die gegnerischen Trainer 5 Pokémon haben. Nee. Tue ich mir ungern an. Es tut mir leid, aber das mache ich nicht gerne. Das ist halt einfach. Es ist langweilig. So, ich weiß auch nicht, ob ihr das da. Ich weiß nicht, ob ihr das gern gucken würdet. Ich gucke mir sowas ungern an, muss ich leider zugeben. Wenn ich bei einem anderen Let's Player oder so mir was angucke, habe ich keinen Bock, so einen Kampf zu sehen, der halt einfach unnötig ist, der wenig bringt, aber sich in die Länge zieht, dadurch, dass ein Pokémon-Trainer halt einfach so. Warum Superschutz? So viel Pokémon hat. Das war viel Geld. So, Leute. Seid ihr bereit? Für eine gleich kurze Pause. Denn ich werde mir die Sonderbonbons cheaten müssen. Hey, warte, Champion-Spiel. In der Pokémon-Liga trittst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn dein Kampf verlierst, musst du das Ganze von vorne beginnen. Oh. Gut, Leute. Wir machen kurz einen Schnitt und sehen uns wieder, wenn ich meine Pokémon oder unsere Pokémon auf Level 55 trainiert habe. Bis gleich. Jo Leute, ich habe einen Fehler gemacht und zwar habe ich danach einen kompletten Part aufgenommen. Und ja, deswegen ist dieser Part jetzt hier an dieser Stelle doch schon vorbei und geht nicht noch weiter. Aber ja, das ist Dummheit. Einfach nur Dummheit.